So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Das letzte Mal, also erstmal, wer mich nicht kennt, falls es immer noch Leute gibt, die diesen Parts irgendwann mal anschauen und mich nicht kennen, keine Ahnung. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Ich sage das meistens jetzt immer am Anfang einfach mal dazu, weil, ja, Spiel ist soweit blind. Und wird kaum geschnitten. Das heißt, man kann alles erleben, was ich auch erlebe. Sei es mal spannend und auch mal langweilig. Und mal zieht sich es. Keine Ahnung. Okay. Ja. Mir wurde in die Kommentare geschrieben Folgendes. Und jetzt kann ich mal ein paar Kommentare eingehen. Dass erstens in jedem von diesen Glyphendingern, dass in jedem ein Grog immer versteckt ist unter einem Stein. Das heißt, da können wir gleich noch den Grog uns hier holen. Dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass hier was ist. Ich sag mir jetzt gerade mal noch nicht was. Da gehe ich gleich drauf ein. Ich gehe jetzt erstmal ganz schnell zu dem Schrein hier. Dass wir die Glyphe da erledigen. Genau. Und dann, wenn. Je nachdem, wie lange das alles dauert, gehen wir hier noch weiter und machen dann hier wahrscheinlich bei den Journalisten mal was. Ich gehe davon aus, dass bei den Journalisten dann wahrscheinlich eine sehr große Quest anfängt, die mit dem Foto zu tun hat, weil ich jetzt ja doch schon öfter auf diese Zeitung hingewiesen wurde, dass ich da hingehen soll vom Spiel. Deswegen schätze ich mal, dass wir da entsprechend fündig werden. So. Was ist das? Ach, das sind die Türme. Ja, klar. Bin dumm. Bin dumm, alles gut. Ja, dann suchen wir jetzt einfach mal. Was hast du gerade im Angebot? Den Stein hier. Wo ein Krog sein soll. Ne, da ist jetzt nichts Spannendes für mich dabei. Genau. Wir suchen einfach mal den Stein hier, wo ein Krog sein soll. Wie groß ist dieses Ding? Ach, das sieht man nur. Ah, ich verstehe. Das sieht man nur jetzt hier so als Symbol. Aber wenn ich rangehe, ist es gar nicht mehr, wird es gar nicht mehr eingezeichnet. Okay. Gut, aber innerhalb dieser. Ich meine, da ist ein riesiger Stein. Na, so. Vielleicht ist das ja schon der Krogstein. Das wäre natürlich sehr praktisch. Das war nicht der Krogstein. Ach ja, und weil ich hier gerade einen Stein habe, darauf wurde ich auch hingewiesen, dass ich dumm bin. Und zwar habe ich ja immer. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme jetzt. Ah ja. Und zwar habe ich ja immer diese. Jetzt sieht man die nirgends. Nee. Habe ich gar keine mehr von den Waffen? Reiseschwert? Kurzschwert? Da, Sonaniumschwert, genau. Diese Sonaniumschwerter habe ich, ach hier auch, genau. Habe ich mit Steinen oder so verknüpft. Und mit einem Hartholzprügel. Dann werden die nicht stärker. Die werden nur stärker, wenn man sie auch mit Sonaubauteilen oder Materialien. Ich habe diesen Bindestrich nicht gesehen. Ich würde jetzt mit der Maus hinzeigen, aber geht nicht. Ne, dieser. Ah, warte, man konnte doch hier irgendwie zoomen, ne? Nee, ah, wie ging das denn? Ich konnte doch bei der Switch irgendwie zoomen. Im Spiel. Warte, wie ging das? Das will ich nochmal wissen. War das irgendwie. Ja, genau so. Hier, ich habe diesen Bindestrich hier. Den da, den habe ich nicht realisiert. Und das heißt natürlich dann nicht Sonaubauteile oder Materialien, weil für mich war dann Materialien ein Stein, sondern Sonaumaterialien heißt das dann natürlich. Ich bin dumm, ich weiß, alles gut. So, und deswegen nehmen wir jetzt hier mal den Pflock weg und setzen da an dieses Sonanium-Schwert auch ein Sonanium-Bauteil ran.
Nämlich. Moment. Nein. Das war nicht, was ich wollte. Nämlich. So, und jetzt kann ich doch hier Sonanium, das wäre doch dann zum Beispiel. Ist das jetzt, ich meine, Alpha-Krieger-Konstruktoren, es ist doch von Sonau, oder? Also theoretisch wäre das wahrscheinlich so ein Ding. Aber ich dachte vor allem, dass auch diese. Ja, genau, diese Dinger hier. Na, dass ich die da dran setzen kann. Und dass die das dann stärker machen. Aber keine Ahnung. Ich sehe jetzt halt auch nicht, wie viel die das ausmachen würde, das anzusetzen. Ah, wie finde ich das jetzt raus? Warte, ich setze das mal ran und wir gucken, was passiert. Ich setze mal so ein Ding ran und wir gucken, was passiert. Ja? Auf den Boden. Zack. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen den hier. So. Und dann hier Sonaniumschwert. Zack. Ja, jetzt hat es plus 3 gemacht. Habt ihr gesehen? Jetzt hat es plus 3 gemacht und ist damit ein bisschen stärker geworden. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. So, ich will immer noch den Stein suchen. Ich will immer noch den Stein suchen. Es wird jetzt diesmal übrigens nicht so die längste Aufnahme. Also, ich weiß es noch nicht, aber ich habe eigentlich jetzt nicht so die meiste Zeit. Also, wird es wahrscheinlich jetzt nicht die längste Aufnahmesession sein. Das heißt, wenn ihr Kommentare schreibt, werde ich wahrscheinlich ein bisschen eher darauf reagieren können. So, wo ist der. Oh Gott, hier ist wieder dieses Ding. Da wollte ich nicht hin. Wo ist denn jetzt der Stein, den ich hier hochheben kann? Ah, warte, ich kann doch. Das müsste doch genauso funktionieren wie bei den Magneten, dass man. Da! Habt ihr gesehen? Oder ist das der Fuchs, der da angepeilt wird? Nee, nee, da ist ein Stein. Ich wollte gerade sagen, das muss doch genauso funktionieren wie bei diesen Magneten, dass man die Objekte besser sehen kann, wenn man das auslöst. Und ja, so ist es auch. Okay, das ist mein Krogstein. Das ist mein Krogstein. Sehr schön. Okay, das heißt, wir müssen jetzt bei jedem dieser Hieroglyphen, dieser Dinger, immer an die Dinger dran. Also, na, ihr wisst, was ich meine. Okay. Dann jetzt zum hierhin. Und zwar ist beim Ausgang ist ja dieser Haufen, diese Statue. Und da heißt es immer irgendwas mit Irrlichter. Darauf wurde ich auch in den Kommentaren aufmerksam gemacht. Und ich frage mich ja schon die ganze Zeit, was ich mit den Irrlichtern anfangen kann. Vielleicht passiert jetzt ja was, wenn ich jetzt, wo ich Irrlichter habe, dorthin gehe. Vielleicht kann ich damit ja was anfangen jetzt. Was ich mir halt denken könnte, wäre, je mehr von diesen Irrlichtern man sammelt, umso besser kommt man da mit diesem Untergrund zurecht, dass man mehr sieht. Na, dass man so innerlich mehr leuchtet, keine Ahnung. Wäre so meine Idee und mein Wunsch. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so, aber wäre cool. Aber, ah, nee, ich mach die. Oh, ich mach schon wieder meine Waffen kaputt. So. Wollte ich nicht. Ja, aber das ist der Plan jetzt gerade. Deswegen gehen wir da jetzt gerade nochmal hin. So. Und wir können jetzt auch, wir haben richtig viele Dinger. Wir können jetzt uns mal gerade zwei Herzen holen. Wir gehen jetzt hier schnell zu der Statue hier im Dorf und holen uns neue Herzen. Weil wir haben so viele Sphären. Oder wie heißen die Dinger hier? Weiß ich nicht. Ist egal. So, hier. Das da. Ihr Irrlichter. Guck mal, was kann ich hier. Ach, da kann ich. Okay, hier kann ich irgendwas tun. Schläfst du gerade im Stehen oder bist du in Trance? Oder hattest du einfach nur dieses steinerne Objekt angetan? Das haben wir im Untergrund entdeckt. Je nach Blickwinkel wirkt es wie eine künstlich hergestellte Statue oder nur wie ein zufällig entstandener Fels. Unsere Forschung diesbezüglich ist noch nicht weit gekommen. Ich brenne aber darauf, das zu ändern. Sobald ich hier fertig bin, werde ich mich mit voller Energie diesem Objekt widmen. Ja, aber kann ich noch nichts tun?
Ah doch, du, der du mich ansprichst. Ich geleite alle Irrlichter in die Welt jenseits der unseren, wo sie hingehören. Bring mir Irrlichter, Seelen, für die es an der Zeit ist, in die nächste Welt geschickt zu werden. Irrlichter sind verlorene Seelen, die in dieser fremden Welt den Weg nach Hause suchen. Gut, böse, alles leere Worte, die in der unerleuchteten Herzen spuken. Vor mir aber sind alle Seelen gleich. Und du konntest bereits Irrlichter sammeln. Hier ein Irrlicht für dich. Das ist ein Irrlicht, richtig? Ich habe die verlorene Seele in die nächste Welt zurückgesandt. Nachdem ich an die Oberfläche getragen wurde, konnte ich keine Irrlichter auf ihrem Weg mehr ins Jenseits geleiten. Aber dank dir ist es mir doch geglückt. Hier, nimm es. Es soll dein sein. Oh. Okay, hier bekomme ich auch solche Finsterklumpen her. Und der verleiht dir Resistenz gegen Miasma. Ja. Bringst du mir weite Irrlichter, werde ich dich... Okay, das heißt... Ah, lol, das ist wie... Okay, ich meine, die Sachen sind nicht so spannend jetzt, Finsterklumpen und so, ne? Aber, okay, wir brauchen gar nicht mehr viele Irrlichter, dann können wir uns das Dunkelgewand leisten. Ja, let's go. Aber heißt das, es gibt die an mehreren Orten, diese Dinger, und jeder hat was anderes für mich? Aber, okay, das ist natürlich... Weil Donnerblumen kaufen, so, das ist Quatsch. Das sind alles Sachen, die ich finden kann. Das würde ich, dafür würde ich jetzt kein Geld ausgeben. Aber das hier will ich natürlich haben. Okay. Meine Brüder, deren Geister weit größeren Steinbildern innewohnen, befinden sich tief unter der Erde. Findest du meine Brüder, sollst du versuchen, ihnen Irrlichter. Oh, okay, es gibt viel mehr davon. Das heißt, die Irrlichter sind wie Währung für unten. Bring mir Irrlichter da, 10 Stück, dann werde ich dir verraten, wo genau meine Brüder. Ja, okay, let's go. Deine Gabe stimmt mich wohl. Du sollst die unterirdischen Orte, in denen meine Brüder warten, erfahren. Das ist voll in der Nähe. Begib dich an die Orte, die auf deiner Karte verzeichnet sind. Und suche zusammen mit meinen Brüdern nach den irrenden Geistern in den Tiefen dieses Reiches. Jo, das ist voll... Es ist genau einer eingezeichnet. Wieso ist denn jetzt ein einziger eingezeichnet? Magierstatue. Okay, das ist doch nicht voll in der Nähe. Das ist doch so ein bisschen dazwischen hier und zwischen hier und hier. Ja, das ist leider gar nicht voll in der Nähe. Das sah so aus, wie wenn es voll nah da dran wäre, aber ist es gar nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Nee, das ist schon ganz schön weit. Das ist enorm weit. Nee, das ist okay. Ja, schade. Ach so! Der will immer mehr haben und dann kriege ich mehr Orte. Okay, ja, aber dann kann ich mir das Gewand nicht mehr leihen. Okay, das ist jetzt ein bisschen kritisch. Okay, aber damit sind die Irrlichter plötzlich brutal wichtig geworden, jedes einzelne. Das ist Währung. Das ist Währung für den Handel mit den Dingern. Okay, das ist super wichtig zu wissen. Danke für den Hinweis, das hätte ich so schnell nicht mehr rausgefunden. Gut. Dann jetzt... Was leuchtet da eigentlich? Kapsel für irrelevant. Für aktuell noch diese ganzen Kapseldinger und das ist für mich noch irrelevant. Okay, dann gehen wir zu dem Schrein hier zurück. Und gucken jetzt mal, was wir für eine Mission bei den Zeitungsgeschichten bekommen. Weil ich denke, dass da auch eine große Hauptmission gestartet wird. Ah, jetzt haben wir haben immer mehr zu tun. Es ist, oh Gott, wir haben immer mehr zu tun. Puh. Gut. Dann, let's go. Ich glaube aber, ich habe jetzt alle Kommentare so, dass das, was das Wichtigste war,
habe ich jetzt, glaube ich, zusammengefasst. Also danke dafür jeden einzelnen Kommentar, ne? Ich freue mich immer sehr, Kommentare zu lesen. Schreibt also gerne Kommentare. Achso, das ist so ein kompletter. Ja, stimmt, das ist der Stall und da haben sich jetzt noch die Journalisten niedergelassen, hieß es irgendwie. Nein, 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 nein. Ja, irgendwie so hieß es das. Wo ist nur das Ensemble? Oh! Na, so etwas, ein Reisender. Wie schön, dass du diesen abgelegenen Stall besuchst. Vielleicht hast du dich ja darauf gefreut, hier das Ensemble spielen zu hören, aber die Musiker sind leider gerade nicht da. Oh ja, du hast doch sicher schon einmal von Ensemble Zügellos gehört. Und zu unserem Stall kommen oft Reisende, die darauf hoffen, das Ensemble hier spielen zu hören. Sind das die kleinen Knirpse aus BOTW, die gesungen haben, so gepfiffen haben, die Orni? Ich weiß es nicht. Sie wollte den Nordosten Hyrules reisen zum Stall des Waldes in Eldin. Reisenden wird schnell kalt bei dem ganzen Schnee, als wollte ich alle mit Musik und einem Lagerfeuer aufwärmen. Aber ohne das Ensemble kommt nicht einmal die große Fee, die Reisenden ihren Segen erteilt aus ihrer Knospe. Okay, also wenn ich das Ensemble herbekomme, kriege ich die große Fee. Okay. Ah, die ist da drüben. I see. Wenn es so schneit wie jetzt, kann man es von hier aus nicht sehen. Dort oben auf halbem Weg den Berg hinauf hat sich eine große Fee mit ihrer Knospe niedergelassen. Ja, okay, 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 alles klar. Die sind auch einfach umgezogen, die Feen, so, ne? Also Hyrule hat sich schon ganz schön verändert, dafür, dass es eigentlich noch das gleiche Hyrule sein soll. So, man erkennt ein paar Sachen wieder, aber so insgesamt ist es schon ein bisschen anders. Bitte nimm doch dies als kleine Wiedergutmachung an. Oh, okay, ja, danke. Wir haben dich noch etwas am Lagerfeuer auf. Nee, jetzt ist gut, jetzt will ich quatschen hier mit den Leuten. Aber auch interessant, ne? Der hat sehr wichtige Informationen gehabt, aber kein Ausrufezeichen. Also ich muss schon wirklich mit vielen Leuten reden. Habt ihr den Hund auch gerade gesehen? Wartet mal, habe ich Hunde schon fotografiert? Natürlich nicht. So, einmal Hund. Okay. Das ist... Ich meine, ich weiß, wie es zustande gekommen ist, aber es ist einfach gerade viel zu lustig, dass man den Hund fotografiert und das Spiel sagt so, Pferd. Ah, schön. Schön. Das ist... Ich finde das gerade witziger, als ich sollte. Okay. Vielleicht fotografiere ich das Pferd und dann haben wir den Hund. Schaffen wir das? Dass ich hauptsächlich das Pferd drauf habe und der sagt mir Hund. Das wäre voll witzig. Warte. Ja, okay. Aber jetzt erkennt man schon, dass es der Hund ist. Aber es ist schon... So, der Fokus ist einfach der Hund und das Bild unten so Pferd. Das ist schon... Oh, goldenes Pferd. Das ist ein extra Pferd. Das ist schon witzig. Das ist schon echt witzig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Oh, ein Reisender. Willkommen. Was kann ich heute für dich tun? Du interessierst dich für dieses goldene Pferd? Da hast du ein gutes Auge. Das ist nämlich kein gewöhnliches Pferd. Es war niemand anderes als Prinzessin Zelda, die es gefunden hat. Sie hat sich von Anfang an liebevoll um das goldene Pferd gekümmert und nach kurzer Zeit fasst es besonderes Vertrauen zu ihr. Seit Prinzessin Zelda verschwunden ist, wirkt es sehr unruhig. Es scheint unbedingt den Stall verlassen zu wollen, selbst spät in der Nacht noch. Ich denke ja, dass es da draußen nach der Prinzessin suchen möchte. Bei dem Gedanken werde ich gleich ganz traurig. Okay. Ich kann jetzt aktuell nicht damit interagieren, ne? Ha. Oh, eine Axt wäre mal super wichtig für diese ganzen dummen Bäume, die mich immer aufs Korn nehmen. Nein, ich... Mein Gott. Ja, ich würde sagen, wir werfen den einfachen Stock mal weg. Tschüssi. Die habe ich schon fotografiert. Na, die kann ich gar nicht fotografieren. Okay. Oh, da war, aber das hat es jetzt nicht angenommen.
Hyrule-Tannenzapfen. Okay, was bist du denn? Wächst an Bäumen, enthält Öl und brennt gut. Wird er ins Feuer geworfen, lässt er es auflodern. Okay. Ja, warum nicht, ne? Kann ich da rein eigentlich? Ah, der ist noch zu. Okay, I see. Der ist noch zu. So, ich wollte die Axt mitnehmen. Für diese ganzen... Ne, weißt du schon. So. Okay. Was haben wir hier? Oh je, schöne Bescherung. Na, der Schneesturm, der da draußen so tobt. Seit dem Kataklysmus hat er sich nicht gelegt, als würde die Luft draußen aus fliegenden Eisnadeln bestehen. So kann man beim besten Willen nicht nach draußen. Daher habe ich auch noch hier im Stall Unterschlupf gefunden. Ich glaube, das ist doch nicht das Journalistending übrigens. Ich glaube, das ist ein normaler Stall. Mist. Aber weißt du was? Das Dorf Duoni, das westlich von hier liegt, ist noch viel schlimmer dran. Für die ist der Schneesturm nämlich nicht nur hinderlich, sondern eine handfeste Bedrohung. Das ganze Dorf soll unterwegs sein und verzweifelt das letzte bisschen Nahrung suchen, das diese Eishölle noch hergibt. Solltest du dich zum Dorf Duoni aufmachen, so wappne dich um Hylias Willen gut gegen Kälte und Strapazen. Wird es dann noch kälter oder ist es schon... Na gut. Prämie erhalten. Ich glaube, ich habe schon bekommen, ne? Ja, ja, mehr. Zwei mehr. Ja, zwei mehr. Und was steht heute im Kleeblatt-Kurier? Schlagzeilen. Große Fee sucht Zulot und Knospe, ja, wissen wir? Ja, ich weiß, ich muss das Ensemble herholen. Reisen in ihren Segen verleihen. Irgendwas Interessantes. Genau, wo ist die Redaktion? Das ist das, was... Im ehemaligen Stall der Orni, genau, das ist das, was ich meinte. Es werden noch Reporter gesucht. Und das ist das, was ich... Aber ich dachte, dass das der Stall der Orni ist, dann ist das nicht der Stall der Orni. Mist. Okay, beim Dorf der Orni. Das ist noch viel näher am Dorf der Orni. Okay. Alles klar. Dann müssen wir hier erstmal den Turm ausaktivieren und dann geht's weiter. Okay. Aber ich genau an das, ich dachte, dass das hier ist. Deswegen habe ich immer hier von den Journalisten geredet. Ich dachte, dass das der Stall hier ist. Aber ist er gar nicht. Das ist der Stall ist dann weiter. Ach, warte mal. Wahrscheinlich ist nicht mal der Turm der wichtige, sondern der Turm hier drüben. Weil das Dorf der Orni ist doch... Es war doch mal hier. Da war das Dorf der Orni. So. Und jetzt weiß ich halt nicht, wo sie hin sind. Aber wahrscheinlich doch hier, wenn sie hier alle vor den Orni rehen. Ja, keine Ahnung, wir werden es rausfinden. In Vorbereitung, bitte nicht anfassen. Okay, alles klar. Da ist er wieder. Was hast du zu erzählen? Ja. 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 Mit Federn gefütterte Kleidung. Brücke eingestürzt. Okay. Also wahrscheinlich wird es nochmal kälter. Die erzählen mir alle, dass es kalt ist. Ja. Ja, also das wird nochmal richtig kälter, ich verstehe. Okay, dann komme ich... Ja, alles klar. Dann muss ich es wahrscheinlich irgendwie bis zum Dorf der Orni schaffen. Und wenn ich dann dort bin... Habe ich hier alles schon fotografiert, was man fotografieren kann? Ich muss doch immer so ein bisschen gucken, aber aktuell... Zeigt's mir nichts an. Na gut. So, was hast du mir noch zu erzählen? Ah, okay, der erklärt mir jetzt wahrscheinlich hier, wie ich scharfes Essen mache. Chilis, ja. Die Frage ist nur, gibt er mir noch was? Nein, er redet nur. Er redet nur mit mir. Langweilig. Okay, so. Dann würde ich sagen, der Turm ist... Wo ist der Turm? Im Moment sehe ich gar nichts, aber der Turm für dieses Gebiet war doch gar nicht so weit weg. Ich habe das doch immer irgendwo leuchten. Ach, da drüben, genau.
Da drüben ist der Turm für dieses Gebiet, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir in die Richtung gehen können. Als ob es überhaupt möglich ist. Kann ja sein, dass es gleich so schneestürmig wird und dann einfach alles vorbei ist. Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen. Aber gehen wir halt erstmal in die Richtung. Ja, das Spannende ist halt... Das Spannende wird halt sein, ob wir... Ob es bis dahin kühler wird oder ob wir bis dahin laufen können mit dem, was wir aktuell haben. What the frick is this? Habe ich den auch schon? Es tut mir leid, wenn ich immer die Kamera raushole und Sachen fotografiere, die ich schon fotografiert habe. Ist hier irgendwas drauf? Nein? Schade. Okay, es sind überall solche Dinger. Wait! Das Ding sieht nicht gesund aus. Was bist du denn? Frostgriok. Das Ding sieht nicht gesund aus. Scheiße, ich hab was vergessen. Ich wollte mir doch Herzen holen. Och nee. Ich wollte mir doch Herzen. Habe ich Frostkraut auch schon? Habe ich auch schon, okay. Also ich nähere mich dem Ding jetzt da mal nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Art Miniboss. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Art Miniboss. Ich will da jetzt nicht hin. Und solange der nicht zu mir will, ist alles gut. Alter. Ja, das ist definitiv eine Art Miniboss. So wie hier so Leunen und sowas. Ich wollte nicht. Ich wollte das hier. Nein, ich will nicht. Stopp, stopp. Mein Gott, ich tue Dinge. Ich will erstens Waffe wechseln. So, dann will ich mit dem Ding kämpfen. Beziehungsweise, ist es nicht sogar ein Elementar-Exalfor? Warte, Foto. Foto. Ja, das ist ein Eis-Exalfos. Dann müsste ich den doch eigentlich mit einem Elementarpfeil erledigen können. Warte. Ah, hat gut funktioniert. Hat gut funktioniert auf jeden Fall, mein Kampf. Scheiße. Ah. Aber die Elementar... Das war doch so... Och, jetzt bin ich wieder hier. Die Elementar-Exalfosse waren doch so, dass man die... Genau, damit dann, ne? Ja, das ist, was ich wollte. Das ist, was ich wollte. Die waren doch so, dass man die mit so Feuer... Also mit ihrem Gegenstück sozusagen schnell besiegen konnte. Irgendwie so war das doch. Jetzt muss ich nur wieder die Sachen einsammeln, die ich gesammelt habe. Ich hätte das schon gerne wieder. Geht diesmal aber auch schnell. Ich muss das Foto wieder machen von dem Viech. Ich muss das Foto wieder machen von dem Griok da hinten. So. So, das habe ich noch gesammelt. War hier noch irgendwas? Nee, ne? Oben war auch nichts. Dann habe ich das Frostkraut hier mitgenommen. So. Da
Dann speichern wir jetzt mal wieder. Der speichert mir doch noch ein bisschen zu selten automatisch. Gerade wenn ich so viele Sachen einsammle, ist das dann schon ärgerlich. Hä, wo sind jetzt die Kugeln, die ich vorhin geworfen habe? Hä? Waren die nur random platziert? Alter. Die waren random einfach platziert, okay. Alter, ich hasse diese Dinger, ne? Mach dich weg. Drecksding. Gibt's da was zum Fotografieren? Nein? Okay. Aber auch doch Ballons hatten wir auch noch nicht. Aber gab's nicht zum Fotografieren. Jetzt ist okay. So, ja, aber dann waren die Schneekugeln waren tatsächlich einfach random hier rumgelegen. Dann waren die aber auch nicht wichtig. Ich dachte, vielleicht gehören die zu einem Krogrätsel oder so, aber dann waren die nicht weiter wichtig. Hier liegen andere Schneekugeln. Dann sind die wahrscheinlich einfach so zum, hey, du kannst die an deine Waffe ranpacken oder sowas. Aber keine weitere Bedeutung. Okay. Gut, dann kommt jetzt auch kein Exalfoss. Ja, soll mir recht sein. Oh! So viel dazu. Okay, schaffen wir es jetzt? Moment. Erst fotografieren wir ihn einmal. Und dann... Nein, ich wollte... Ja, den hier wollte ich. Fuck. Fuck. Warum habe ich nicht getroffen? Ja, das meinte ich. Genau das meinte ich. Diese Elementarexalfosse, die reagieren da halt direkt auf... Die reagieren da halt direkt auf auf das Element. So muss das... 15 Synthese-Angriffsstärke. Holy shit. Holy shit, das ist voll krass. Boomerang. Man sieht ihn gar nicht. Witzig. Okay. So, ich wollte eigentlich die Eisfederbeißer da hinten fotografieren. Jetzt sind sie weg. Ah, nee, da sind sie wieder. Junge! Das war nix. Hab ich ihn? Ach, komm! Alter, diese... Hab ich ihn jetzt einen? Yes. Mein Gott. Schwere Geburt. So, speichern, bevor ich drauf gehe. Nicht die Waffe. Aber wir können auch die eigentlich jetzt mal nutzen, dass die mal kaputt geht. Moin. Gut funktioniert. Na komm her. Mein Gott, ich bin so schlecht. So. Oh Bruder. Habe ich euch schon mal fotografiert eigentlich, Jungs? Jungs? Hab ich. Okay, okay. Dann können wir uns das hier sparen. Warum? Oh, warum halte ich denn so wenig aus? Ah, okay.
Alles klar. Gut, dass ich gespeichert habe. Ah, so. Wo waren die jetzt? Hier irgendwo, ne? Aber jetzt kommen sie nicht mehr. Ja gut, dann ist es auch egal. Jetzt sind hier irgendwelche Kugeln. Also die sind dann wirklich völlig egal. Gut, aber der Frostkrog, der scheint schon krass zu sein. Der muss krass sein. Da weiß ich ja noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Kann ich, obwohl es Eis ist, hier hochklettern oder rutsche ich ab? Nein, ich kann klettern, sehr schön. Es hätte mich jetzt leicht genervt, wenn es nicht gegangen wäre. Wobei ich dann wahrscheinlich einfach mal so einen Ventilator aufgestellt hätte. Und dann wäre ich auch meiner Wege gegangen. So ein Ding ist es nämlich. So, aber bisher klappt es doch ganz gut Richtung Turm. Da scheint es nicht weiter großartig irgendwas zu geben, was ich mir in den Weg stellen möchte. Soll mir recht sein. Ja, der Turm wird auch immer deutlicher sichtbar. Ich denke, da kommt man hin. Da ist so ein... Okay. Ich denke, da kommt man hin. Jetzt bin ich gleich gespannt, ob ich eine Abkürzung gehen kann. Ja, safe kann ich eine Abkürzung gehen. Könnte das ein Krog sein? Ah ne, das ist so ein Eis-Dings, ne? So ein Gegner-Eis-Dings. Genau. Haben wir gerade mal ein Foto von dir gemacht? Oh shit. Hier. So. Ich will nur kurz hier unten gucken, ob hier irgendwas Spannendes ist. Weil ansonsten wird gleich durch die Decke gesprungen. Ah, hier scheint nichts weiter zu sein. Juhu! So, weg mit dir. Mann, Mann, Mann. So, was war's da drüben? Ach nee, da kämpft ein Mensch gegen einen Moblin. Warte, da helfe er gegen den Dings. Da helfen wir mal gerade. Da helfen wir mal gerade. Ich dachte erst, vielleicht ist das ein Gegner, die einfach das sich gegenseitig bekämpfen, aber da können wir mal gerade reinhelfen. Scheiße. Bockschild, uninteressant. Na, als du erstmal losgelegt hast, war der ganze Kampf ziemlich schnell vorbei. Du hast im Kampf großes Können unter Beweis gestellt. Nimm das hier als Zeichen meiner Anerkennung. Ja, genau, weil man nämlich von den Leuten, denen man hilft, bekommt man immer Zeug. Und das ist ziemlich gut. Okay. Nars, ist dazu sogar ein Namen? Auf die Bitte eines Mannes namens Coltin hin suche ich gerade nach Mayo. What? Ach so, in jeder Höhle ist ja eins. Ja, okay. Also der hat jetzt nur, okay, der hat jetzt nur gesagt, da gibt's einen Maui. Also ja, klar, weil in jeder Höhle gibt's eins. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches.
So, aber okay, ich wollte einmal nach oben. Und dann ist nämlich der Turm gleich hier. Dann ist nämlich der Turm gleich hier. Wirklich? Jetzt reicht es wieder nicht. Oh, was ist das? Ach so, so ein Viech. Oh Mann, jetzt reicht es nicht. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ah, okay. Dann gehen wir hier lang. Hier sind Baudinger, ne? So, ja. Ich meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich wieder Brücken bauen und alles Mögliche und hast du nicht gesehen. Ach, lol. Okay, wir helfen ihm gerade mal wieder. Ja. 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 Noch kann er nicht loslassen. Okay, wie ist das konstruiert? So. Okay, also theoretisch dürfte das jetzt nicht so das größte Problem sein. Ah, lol. Ah, lol. Dieses ganze Ding ist ein Konstrukt. Ja, okay, dann weiß ich, wie ich da schnell hochkomme. Chillig. So, komm mal mit. So. So. Erstmal hier hin. Komm, ist ja völlig egal. So, muss ja keinen Sinn ergeben. Am Ende muss es ja nur halten. So, lass los. Oh. Okay, fast. Wie mein ganzes Konstrukt jetzt einfach hier weggeworfen wurde. So. Was ist jetzt passiert? Es ist nach hinten umgefallen, na? Kann ich? Kann ich das wie so Stützen auch setzen, dass ich sage? Ja. Dass ich sage, hier so auf dem Boden. Und dann noch hier so. Hält das jetzt? Ich bin sehr skeptisch.
Fantastisch. Ich liebe meine Konstruktionen. Großartig. So, was kriegst du? Was krieg ich jetzt alles von dir? Was krieg ich jetzt alles von dir? Wunderschön. Roter Rubin. Biberfleisch, Reisbällchen. Und eine Donnerblume mal wieder. Großartig. So. Okay. Wir gehen das nächste Mal zum Turm. Der Part wird mir zu lang. Danke fürs Zuschauen und tschüss.